Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Schön, dass ihr euch hierher verirrt habt. Wir spielen heute bzw. die nächsten Tage Myst Survival. Myst Survival befindet sich gerade noch in der Entwicklung. Unten rechts sieht er, dass es noch eine Early Access Alpha Version ist. Ja, und es sieht verdammt gut aus. Ja, ich habe schon mal reingeschaut. Deswegen haben wir hier schon einen Speicherplatz. Und für euch beginnen wir jetzt ein neues Spiel. Ja, das möchte ich, dass mein Speicherpunkt überschrieben wird. So. Ja. Hier die kurze Geschichte, worum es geht. Da sind wir auch schon. Huch. Ach ja, genau. Wir kriegen jetzt hier so eine kleine Einführung, was welches Symbol bedeutet. Ja, was hier meine Gesundheit angeht, beziehungsweise meine körperliche Verfassung, mein Stamina, also meine Ausdauer. Dann wie ein Shelter-Management funktioniert, wenn wir zum Beispiel Verbündete gefunden haben, weil hier gibt es auch Geiseln, die wir befreien müssen von Banditen. Hier gibt es auch Banditen, ja genau. Und wenn wir die befreien, dann können wir diese Menschen rekrutieren. Ja, und die können dann für uns Dinge tun. Und denen müssen wir dann eben diverse Plätze zuordnen, wo sie dann schlafen können und, und. Dann haben wir hier Myst Event, das ist dann der Nebel. Wenn dann die Infizierten vorbeischauen und uns an den Kragen wollen. Dann hier Weapon Tools, wie was funktioniert. Aber das werden wir im Laufe des Spiels alles herausfinden. So, dann, huch, da zucke ich doch mit der Maus und wir sind am ersten Spawnpunkt und hier haben wir auch schon eine Säge. Perfekt, nehmen wir alles mit, wir looten so viel nur geht. Ja, das machen wir alles, jawohl. Und ihr seht, unser Inventar hat nicht viele Plätze, aber man kann Rucksäcke finden und eben dieses Inventory oder dieses Inventar aufzubauen, damit wir mehr mitnehmen können. So. Ah. Hier kann man Blätter sammeln. Steinchen. Steinchen ganz wichtig. Und Holz. Weil wir müssen ja auch irgendwann mal ein Lagerfeuer basteln. Und wir nehmen alles mit, was am Boden rumliegt. Wir sind so ein bisschen die Müllpatrouille. Nein, Quatsch. Wir nehmen einfach alles am Anfang erstmal mit. Oh, hier ist einer von diesen Rucksäcken, wo ich gemeint hatte. Und schon haben wir ein Upgrade im Inventar. Da haben wir zwei Plätze mehr. Voll gut. Ja, und jetzt nochmal zum Spiel. Das ist eine Early Access, gell? Ich habe das Ding komplett hochgeschraubt und schaut euch das an. Ja. Schaut allein mal nur auf das Gras, wie das im Wind hin und her flackert. Die Bäume. Die Schattenwürfe. Ja, yes. Also ich find's brutal gut. Oder hier, der Schlamm. Wie der sich spiegelt. Ich finde das echt, echt gut. Ja, ich wollte es so mitnehmen. Ja. Hier haben wir auch schon Streichhölzer, perfekt. Was haben wir hier noch drin? Da vorne in der Motorhaube. Oh, 1,51 Liter. Stimmt, weil wir können nämlich auch in diesem Spiel uns Fahrzeuge reparieren und mit denen fahren. Und dann können wir nämlich aus den alten Wracks, Benzin, Zündkerzen, Batterien, ich glaube sogar Motoren ausbauen und dann in die Fahrzeuge einbauen, die wir nutzen können. Huch, ein Blatt. Jawohl, nehmen wir alles mit. So, dann haben wir hier schon mal so einen kleinen Trailerpark oder einen Campingplatz. Oh, perfekt. Flasche Wasser. Hm, kann man da schon was trinken? 0,26 Liter. Ja, das wäre quasi ein Glas Wasser. Ah ja, hier haben wir dann an der linken Seite unsere Gesundheit, dann unseren Status, ob wir hungrig oder durstig sind und ob uns kalt ist. Die anderen beiden hatten wir ja schon am Anfang. Dann haben wir die Tageszeit, die Temperatur und den Tag. Und wir haben nur noch ein paar Monate bis zum Winter und da müssen wir uns dann, denke ich mal, schon eingeigelt haben. Dann haben wir hier unser
Inventar. Dann ist das hier das Crafting-Menü, die Basics. Ja, da kann man diverse Sachen herstellen, wie zum Beispiel hier, nicht schlecht, so ein Sleeping Bag. Da müssen wir nicht auf dem kalten Boden schlafen, dann können wir uns Bandagen basteln mit Handtüchern und Alkohol. Dann hier so einen einfachen Pfeil. Genau, ein Speer. Ah komm, den basteln wir doch jetzt einfach aus Spaß, oder? Ah, dafür brauche ich ein Messer. Und das Messer habe ich noch nicht. Hm, blöd. Finden wir aber alles, denke ich. Ja, hat mir so ein Basis-Crafting-Menü zum Herstellen. Dann haben wir hier Harvest. Ja. Und diverse andere. Dann unser Status von unserem Körper, wenn wir verletzt sind. Und was wir dagegen machen können. Dann Equipment. So sieht unser Charakter aus. Ganz schön durchtrainiert. Könnten wir schon fast neidisch werden. Genau, den müssen wir halt noch anziehen. Da finden wir auch ein paar Klamotten. Ja. So wäre es schon angenehmer. Ein Feuerzeug. Taschenlampe. Okay. Schade, dass hier nicht mehr Informationen dran stehen. Okay. Press L to use. Okay. Hier bei dem Feuerzeug zum Beispiel. Weil das müsste ich ja theoretisch haben. Aber das Gas ist fast leer, aber 100% ist es noch ganz. Und uns fehlt noch ein Kompass. Was dann mal hier? Keys. Regular Items. Ja. Und ein paar Skills. Wo wir uns dann noch ein bisschen hochleveln können. Genau, das zum allgemeinen Inventar. Dann haben wir noch das große zum Bauen. Hier Lagerfeuer, Fackeln, Feuertonne, dann fürs Essen, ein Grill und so weiter und so fort. Aber das werden wir alles dann im Laufe des Spiels herausfinden. Und dann werden wir Sachen basteln, worauf ich mich freue. So, Pfandflasche mitnehmen, da hat man gerade noch ein bisschen Schrott. Und hier haben wir schon einen zweiten Rucksack. Ja, wie geil ist das denn? Ja, ja. Falls es einem schon beim letzten Projekt aufgefallen ist, mein Inventar ist grundsätzlich immer voll. Ja. Was eigentlich... Naja, es ist nicht belastend, aber... Es ist halt ärgerlich, wenn man Sachen liegen lassen muss. Ja. Ja, da bin ich ein kleiner Messi. So. Ah, was haben wir hier? Na, hier ist so aufgeleuchtet. Ah, hier. Oh, geil, eine Axt. Na, nimm die Axt. Jawohl. Und die, jawohl, da können wir gleich mal Holz fällen. Sehr gut. Wunderbar. Mensch, das läuft doch. Mhm. Richtig gut, richtig gut, richtig gut. So. Wie spät haben wir es denn? Da ist eine Blockhütte, dann schauen wir doch mal dahin. Aber erst nehmen wir den Stein hier mit. Ups, können wir nicht mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gehört habt, aber da ist irgendwas im Haus drin. Ne? Oh, da ist einer von den Infizierten. Schaut, da ist er. Hm. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey. Oh, geht zu gut. Oh, ich hab. Oh, und tot. Es geht ja schon gut los. Ja, das war einmal ein Infizierter. Dann nennen wir ihn doch einfach mal Hugo. Und wir beginnen ein neues Spiel. Jawohl. So muss das laufen. Das war jetzt nicht so toll. Schade. Hm. Ja, pass auf, wir hatten doch Holz dabei, gell? Dann werde ich mir gleich mal so einen Speer basteln. Ah, ging nicht, ich hatte kein Messer dabei. Hm. Ja. Dann, alle guten Dinge sind zwei, ha? Huh? Ah, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Das ist ja voll lame. So, okay. Ja, das hatten wir schon. So, die Säge, dann wird man hier reinschauen. Dann nehmen wir alles mit. Da haben wir nämlich auch schon eine Flasche Wasser, perfekt. So, ja, das wollen wir nicht. Ein Blättchen. Oh. Ein Stein, der einfach mal so neben uns aufploppt. So, wunderbar. Ah, da steht schon, dass wir mit B das große
Aufbauspiel öffnen können, dann könnten wir basteln. Blätter nehmen wir mit. Oh! Ah, jetzt spawnt so langsam alles nach und nach wieder auf. Das ist gut. Super. Zack. Ah, jetzt hat er schon 0,1 Liter verloren. So. Nehmen wir mit. Streichhölzer sind immer gut. So, wir gehen jetzt mal einen anderen Weg. Oder wir gehen da oben nochmal hin. Genau. Was war hier? Genau. Zweige mitnehmen. Ja, dann sammeln wir hier nochmal alles auf. Ein bisschen Schrott. Das Handtuch. Oder die Tücher. Schrott, Schrott. Perfekt. Ein Hardstick. Ah, ich finde es sehr cool, dass die Sachen nicht immer irgendwo andersrum lungern oder auftauchen, sondern dass wir da quasi jetzt nichts verloren haben. So, Inventar. Ah, ich habe doch eine Axt. Warum habe ich die Axt nicht genutzt? Na, ich bin ja ein Depp. So. Hier können wir Hardsticks basteln. Machen wir doch, oder? Was, wie lange dauert das? 6 Minuten. Ah ja, und jede Craft-Auswahl, die kostet Zeit. Und das ist auch vehement wichtig, wenn wir unterwegs sind und müssen schnell was craften oder basteln. Also ich werde 90% der Sachen, denke ich mal, dann in unserem Unterschlupf bauen. Wo ist die Axt? Auf 1. Da ist sie. So, jetzt zeigen wir es den Typen. Genau, weil es kann nämlich sein, dass beim Craften oder beim Herstellen von irgendeinem Gegenstand der Nebel kommt. So, kommt der nochmal raus? Na, locken wir mal an. Aber wartet, ich speichere vorher nochmal. Genau. Na komm. Da ist er. So, Horsti, komm mal her hier. Ah, ich habe es gedacht, der kommt hierher. Na, ich kann nichts werfen. Wollen wir mal mutig sein? Und wir gehen einfach mal rein. Ich treffe mich. Oh, jetzt bin ich aber. Jetzt habe ich ihn. Oh. Und ich bin verletzt. So ein Mist. Was hat er denn dabei? Elektropart. Okay. Oh, ich. Warte mal, ich muss mal schnell ins Inventar gucken. Wie geht's uns? Status, was haben wir hier? Ja, infected by a hit. Ja, schon klar. So, jetzt müssen wir nur. Ah, jetzt kann ich auch nicht mehr rennen. Fuck. Oh, Munition. Sehr gut. Nehmen wir mit. Da ist leer. Ups. Nehmen wir alles mit. So. Huch, Inventar voll. Kacke. Ah, das ist doch nicht wahr. Ah, ob das uns hilft, wenn wir mal was essen oder was trinken? Ich weiß gar nicht, zieht es weiter ab oder? Ach so, jetzt sehe ich es gerade erst. Dieser Blaubeeren, die kann man gar nicht übereinander legen. Das ist ja Schwachsinn. Das macht ja gar keinen Sinn. Das ärgert mich jetzt gerade voll. Das Kleinste im ganzen Spiel mit und man kann es nicht übereinander legen. Das ist ja völliger Blödsinn. Aber Hauptsache Schrott kann man übereinander legen. So. So, da haben wir wieder das Problem. Ich brauche ja Crowbar. Okay. Oder ein Lockpick. So, gehen wir mal weiter. Aber ich kann relativ zügig laufen. Ah,
Schaut mal die Wunde an, wenn ich renne. Dann wird die Verletzung schlimmer. Ah, Kacke, ich brauche unbedingt eine Bandage. Zumal, was auch cool ist, er watscht mir ins Gesicht und mein Bein ist verletzt. Ärgerlich. Ja, wir laufen mal ein Stück. Da in der Blockhütte ist auch einer drin, oder? Ja, da ist auch einer drin, war ja klar. So, aber das kriegen wir alles hin, denke ich. Wir werden das hier alles schön gemütlich spielen. Ja. Sachen aufnehmen. Schönes Dickicht hier. Aber schaut euch das an. Also ich finde, das ist echt toll. Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ein Einzelner gemacht hat. Und ich hatte ja schon mal einen Spielstand, um zu gucken, ob alles läuft und so weiter und so fort. Und ich habe mir gesagt, dieses Haus wird mein Unterschlupf. Blueberry nehmen wir mit. Na komm, geh mit. Steinchen brauchen wir auch, die Blätter brauchen wir. Oh. War das beim letzten Mal auch schon? So nah dran? Cool, Straßensperre. Ganz viele Blätter sammeln. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Oh, Inventar wieder voll. Das kann man noch mitnehmen. Ich höre die ganze Zeit Nebengeräusche, als ob irgendwas blubbert. Das Haus schaut eigentlich relativ cool aus. Eine Garage. Mit ordentlich Platz. Und hier ist eins dieser Fahrzeuge, was ich gemeint hatte. Das müssen wir nur reparieren. Und dann können wir das nutzen. Voll gut. Aber jetzt warte mal, diese Blaubeere da, das ist ja katastrophal. So, wie viele Steinchen hatten wir? 6. Dann können wir die 2 da rein theoretisch auch noch mitnehmen. Das machen wir auch. Mhm. Haben wir wieder einen Platz frei. Jetzt ist das Inventar wieder voll. Ja, klar. Ja, also wie gesagt, mein Inventar wird grundsätzlich immer voll sein. So. Okay. Dann nehmen wir doch dieses Haus als unseres. Dann beanspruchen wir das doch hier einfach mal, oder? Wer weiß, hier was drin? Hier blubbert irgendwas. Ich habe auf dem linken Ohr immer so ein Blubbern. Okay. Ah, cool, wir haben ja schon einen Wassertank. Vielleicht kann man den ja mit nutzen. So, aber ich gehe jetzt nochmal schnell auf den Wasserturm. Oh, Steinchen. Nein, voll. Zu fix. So. Dann machen wir ja Free Climber. Herrwollinge. Zack. Huch. Wir sind oben. Und hier gibt es nichts. Schade. Aber hier, genießt mal die Aussicht. Da vorne ist eine Straßensperre. Da hinten führt die Straße weiter. Da ist auch noch irgendwas genau mittig vom Bild. Da leuchtet was Rotes. Und da ist ein See. Den haben wir ja gerade gesehen. Da
Das ist schon mal gut, da haben wir eine Wasserquelle. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Zum Überleben brauchen wir das. Da steht schon wieder ein Autowrack. Und wir haben noch einen kleinen Spielplatz. Sehr, sehr gut. Ich finde, das ist eine Top-Lage. Ja, bisschen zentral. Drei Anfahrtswege. Ja, das könnte ich für gut heißen. Und wir haben hier hinten noch einen Weg. Und wir haben viel zu entdecken. So. Dann werden wir... Wow, schaut mal an. Ist echt der Free Climber. Ja, macht dann Moonwalk die Treppe runter. Nehmen wir mit. Gehst du her da. Wunderbar. Ja, perfekt. Und das beanspruchen wir jetzt. So, unser. Perfekt. So. Okay. Dann würde ich sagen, war es das für die erste Folge? Wir haben viel geschafft. Wir haben eine Axt. Wir sind einmal gestorben, hat Bekanntschaft mit einem Infizierten gemacht, mit unserem Hugo. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Myst Survival. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin erstmal raus. Ciao, macht's es gut.